Und damit herzlich willkommen zurück zu Mass Effect 2 in der Legendary Edition. Haben wir eine neue... Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Dankeschön. Und zwar... Es? Was? Wie kann ich Ihnen helfen? Das wäre alles. Viel Glück da draußen. Kelly? Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Im Moment nicht. Noch etwas, Commander? Haben Sie mal einen Moment Zeit. Für Sie habe ich immer Zeit, Commander. Okay, hier ist nichts. Ich gebe okay, es. Vielleicht reden wir später miteinander. Wieso hat sie gerade... Okay, es gibt also keine weitere Quests. Das ist in Ordnung. Dann haben wir die Reihe anscheinend komplett durch. Achso, der Titanic... Das ist als... Warte, was? Wow. Nur dafür ist der Titannebel da. Okay. Jetzt ist die Frage. Gehen wir hier runter? Dr. Kensen retten. Na, das haben wir fertig. 100%. 100%. Keep FFF. Und das haben wir auch 100% hier. Ja. Machen wir die Feuergänger erstmal? Machen wir erstmal Feuergänger. Ich habe mittlerweile übrigens erfahren, dass auch die Citadel-Quest und so und Overlord ursprünglich ein DLC von Mass Effect 2 ist. Aber dadurch, dass ich Legendary Edition habe, habe ich natürlich alle DLCs und so in einem. Was ganz cool ist. Von daher habe ich kein Problem. Ich habe dadurch eigentlich alle Quests, die Mass Effect bietet. Auf Guy hinom hat... Okay. Hier hat Edi dem Anomalie geortet. Und zwar Sheol. Ist der einzige Planet. Wow. Nicht gedacht, dass jetzt hier noch so eine Mini-Quest kommt oder so, aber gut. Und es ist nicht die Feuergänger-Quest. Von daher, ne, machen wir. Auf hier. Oh, hallo. Was bist du denn gewesen? Ich orte Lebenszeichen eines einzelnen Quarianers an ihrer Position. Den Werten des Anzugs nach zu urteilen, ist der Quarianer schwer verletzt. Ich orte außerdem Lebenszeichen mehrerer einheimischer Wesen in der Nähe ihrer Landestelle. Okay. Bericht des Bericht des Piloten starten. Wir konnten die Triebwerke der Cyanid so weit abdämpfen, dass wir der Aufmerksamkeit der Geat entgangen sind, aber die Belastung war zu viel für das alte Schiff. Wir hoffen jetzt darauf, irgendwo im Sheol-System ein freundliches Fleckchen zu finden, aber unseren Informationen zufolge ist das nicht sehr wahrscheinlich. Es hat uns von Anfang an nervös gemacht, so nah am Perseus-Nebel zu kundschaften, mit Recht, wie sich herausgestellt hat. Ich fürchte, wir werden die Flotte nie wiedersehen. Nach allem, was die Cyanid durchgemacht hat, ein ziemlich unrühmliches Ende. Die ersten Stunden. Die Landung war unsaft, aber wir konnten aus dem Wrack alles bergen, was wir zum Überleben brauchen. Leider hat es Lieutenant Commander Gorla nicht geschafft. Womit mir als ranghöchsten Offizier das Kommando zu viel. Wir haben die Gegend erkundet und festgestellt, dass der Planet außerordentlich lebensfeindlich ist. Wir wagen es nicht, unsere Schutzanzüge abzulegen. Hoffentlich werden wir gerettet, bevor die Gefahr von Strahlenschäden besteht. Vermisst Überlebende. Ich weiß nicht, wer oder was dafür verantwortlich ist, aber wir haben mittlerweile die Hälfte der Überlebenden verloren. Wir wollten hier eigentlich ein Lager errichten, um abzuwarten, bis die Edenna unseren Sender ortet, aber etwas jagt uns. Ich muss die Crew so gut wie möglich zusammenhalten. Wir werden einen Suchtrupp losschicken, sobald es Tag wird. Ich werde meine Crew finden und dann werden wir alles tun, um auf die Edenna zurückzukehren. Alles klar. Ihr hattet euren Spaß definitiv hier. Ja, blind. Es hat gespeichert, okay. Forza. Oh. Die Werte des Quarianers sind stabil. Ich empfehle als
als Vorbereitung des Ausfliegens mit dem Shuttle die Sicherung des Gebiets. Ja, okay, mach mal. Oh, muss ich jetzt beschützen? Aufpassen! Das ist klar. Sind die also Vagrants? Da ist echt die Container. Davon auch. So muss es sein. Kommt der jetzt aus dem Höhlen raus? Also jetzt einfach nur eine Verteidigung. Einer weniger, um den wir uns sorgen müssen. Wunderschön. Einer weniger. Sie haben uns gesehen. Na, kommt der Shuttle jetzt? Ja. Sehr schön. Na dann. Okay. Es gab aber jetzt keine Taste für... Gab aber jetzt keine Quicktime-Event, ne? Zum Dingsbumsen. Wissensanfassung. Quarianische Überlebende gefunden und ausgeflogen. Idenna die Position des Spähschiffs Cyanid mitgeteilt. Okay. Okay. Na dann, auf nach Kobis? Kann ich das hier irgendwie... Okay. Ich habe eine Anomalie geortet. Ist ein Mond, ne? Größte Mond von Markier, okay. Machen wir mal die Feuergänger-Mission weiter. Ich habe etwas gefunden. Proteanische Artefakt auf der Planetenoberfläche geortet, Artefaktstätte von starker Energiebarriere geschützt. Und Verteidigung und so alles, okay. Kommt da mal. Oder wollen wir jemand Neues mitnehmen? Nee. Nee. Ah, die Hämmer schon wieder, okay. Wir laufen nicht, wir hämmern. Und Raketendrohnen sind hier, alles klar. Jetzt müssen wir diesen, oh Gott, diesen Kabeln folgen. Kann ich hier hoch genug springen? Ja. Ja. Stärke der kinetischen Barriere verringert. Kommen ja einfach Raketendrohnen aus dem Boden. Geht ja mal ja nicht. Drei Generatoren sind noch übrig, okay. Und das gibt hier was zum Scannen. Irgendwas Interessantes. Und willkommen an Total EP, willkommen im Chat. Moins, Mikunst da, Host ist da, hoffe es kommen ein paar vorbei, mein Guter. Ja, kein Problem, selbst wenn ich, das wäre nicht schlimm, ne? Selbst wenn nicht, wäre nicht schlimm. Da vorne. Ich streame heute nur früher, weil ich um 18 Uhr wahrscheinlich keine Zeit mehr habe. Stärke der kinetischen Barriere verringert. Aber ich werde es ja dann mitbekommen, ob ich um 18 Uhr noch streame oder den nicht streame, ne? Wie es mir geht, schmaler? Schmaler? Wenn du dicker nicht sagen willst, oder warum fragst du noch schmaler? Aber mir geht's soweit ganz gut. Danke der Nachfrage. Wie geht's dir? Oh, wieder gehen wir. Komm ich hier hoch? Ich komme nicht hoch. Okay. Ich muss da also einen Umweg finden. Wie komme ich da hin? Oh, hi. Raketenrunde. Gesunde Ironie. Ja, genau. Ja.
Du und deine Ironie, Pi, einfach nur Pi, ja. Ich vergesse es immer. Aber wenn ich Pi sage, klingt das immer noch etwas anderem. Vor allem, wenn man doppelt das dem Buchstaben sagt, ne? Er schreibt, mir geht's gut, gerade aufgestanden, heute Morgen von Nachtschicht heimgekommen. Oh. Na, ich bin seit 7 Uhr wach, also von daher. Ich bin seit 7 Uhr wach. Ich habe aber auch von gestern von 13 bis 20 Uhr geschlafen, habe dann gegessen und bin um 22 Uhr wieder ins Bett und habe dann bis 7 Uhr geschlafen. Also von daher kann man sie... Ich habe ein bisschen geschlafen. Ich habe ein bisschen geschlafen. F drückt noch einmal zu verlassen. Okay. It's Hammer Time. Dein Rhythmus ist so für den Arsch. Definitiv ist der für den Arsch. Das sage ich absolut nichts dagegen. Ih, was bist du? Okay, etwas, was ich nicht töten kann. Datenpad zum Lesen. Diese Fundstätte ist spektakulär. Wie sich jetzt zeigt, ist unser wahrer Fund die Zeit. Trotz des zum Schutz der Ausgrabungsstätte angeheuerten Blue Suns konnten wir die Schilde gerade noch aktivieren, bevor die Gate aufgetaucht sind. Woher wissen sie über unsere Aktion fast früher Bescheid als wir selbst? Schicke ich etwa meine Gedanken direkt zu ihnen? Ich muss herausfinden, wie sie das bewerkstelligen. Ich werde Dr. Oloy fragen, ob er mir dabei irgendwie behilflich sein kann. Schon wieder Dr. Oloy, okay. Okay, man kann ihn nicht töten. Schade. Oder glücklicherweise. Komische Geräusche hier. Ganz komische Geräusche. Sehr, sehr, sehr komische Geräusche. Noch ein. Dr. Oloy muss von den Reapern indoktriniert worden sein. Ich habe ihn ertappt, als er unsere Daten an ein Geth-Schiff geschickt hat. Oh. Ich werde an einem weiteren Geth-Angriff, einem zweiten Eden Prime, nicht schuld sein. Ich habe Oloy zum Schweigen gebracht. Endgültig. Das würde so einiges erklären dann, ne? Wo? Ach da. Forschungsterminal. Oh Gott, hier ist so viel. Was das wohl ist? Biotischer Schaden. Okay, bringt den... Weder er noch er hat biotischen Schaden. Na egal. Für andere, falls ich irgendwann mal jemanden mitnehmen muss, der biotischen Schaden macht, passt das ja. Es ist zu spät für mich. Sie sind noch immer in meinem Kopf und stehlen meine Gedanken. Ich kann sie nicht vertreiben. Ich habe keine Wahl. Ich muss dieses Relikt zerstören. Und mich selbst. Er muss... Warte, er muss sich selber zerstören? Sagt man dazu nicht selber töten? Aber zerstören? Oder meint er das Relikt? Es ist zu spät für mich. Sie sind noch immer in meinem Kopf. Ja. Ach nö, ich kenne so eine Kugel. Bitte gib mir nicht wieder so ein Text-Adventure. Ich habe keine Wahl. Ich muss dieses Relikt zerstören. Und mich selber, okay. Und mich selbst. Das hatten wir, Gott, auf welchem Planeten waren das? In Mass Effect 1 auf jeden Fall. Da gab es auch so eine Kugel. Und dann hat man ein wunderschönes Text-Adventure. Keine Cutscene oder so. Nee, einfach nur Texten. Einfach, ne, einfach. Das war sehr seltsam. Dr. Case würde die Vereinbarung nie verstehen, die ich mit den Kollektoren getroffen habe. Er ist besessen von diesen Proteanern. Er würde für ihre Geheimnisse alles opfern. Es hat mich beinahe mein Leben gekostet, aber ich habe es für dich getan, Helan. Um deine Sicherheit zu gewährleisten. Diese verdammten Kollektoren waren einverstanden, im Austausch gegen diese proteanischen Fund deine Kolonie zu verschonen. Ich kann nur hoffen, dass du von all diesen schrecklichen Vorkommnissen verschont geblieben bist. Es war alles für dich, Dr. Robert Oloy. Arschloch. Relikt untersuchen.
Okay. Okay, ja. Forschungsstation von Dr. Case gefunden. Proteanisches Artefakt sichergestellt. Also ich bin jetzt sehr verwirrt. Ich weiß jetzt nicht, was gerade passiert ist. Okay. Gibt's jetzt noch irgendwas? 100% alles, ne? Gut, dann fliegen wir mal hier ganz kurz weg. Und gehen dann mal ganz kurz gleich raus. Wahrscheinlich kommt dann gleich wahrscheinlich irgendwie eine Nachricht. Von daher. Guten Tag. Ungelesene Nachrichten. Na? Die Cyanid, danke. Von Captain Usine Mal. Was? Ich hasse dieses. Ich hasse Battle.net. Es öffnet sich einfach so. Jetzt habe ich dieses Scheißprogramm beendet. Commander Shepard, bitte nehmen Sie meinen tief empfundenen Dank für Ihre Bemühungen bei der Suche nach dem Wrack der Cyanid entgegen. Bitteschön. Das Schiff hat eine lange Geschichte, in der sowohl die Migrantenflotte als auch Cerberus eine Rolle gespielt haben. Und wir sind sehr glücklich darüber, dass mein Volk das Wrack nun bergen kann. Sie haben Lieutenant Forzan gefunden, stabilisiert und damit der Flottille eine der jüngsten und umschwärmtesten Helden zurückgegeben. Man wird Ihre Bemühungen bei der Suche der Quarianer nach einer neuen Heimatwelt nicht vergessen. Hochrangsvoll Captain Usine Mal was Idenna. Gern geschehen. Und die historische Entdeckung vom Projekt Vollgänger. Der Energieschub, der mit ihrer Beschaffung des proteanischen Artefakts zusammenfiel, enthielt verschlüsselte Informationen. Die meisten Daten konnten wir nicht auffangen, aber was wir entschlüsselt haben, eröffnet uns neue Wege in der Forschung von Energieumwandlung und Biotik. Die Wissenschaft wird damit noch Jahre beschäftigt sein. Den Daten zufolge ist das Objekt derzeit inaktiv und stellt keine Gefahr dar. Allerdings fragen wir uns, ob Dr. Case seine Geheimnisse gelüftet hätte, falls er mal Zeit gehabt hätte. Wir werden seine Forschungsarbeit fortsetzen. Ein historischer Fund für die Menschheit. Gute Arbeit, Shepard. Ja, bitteschön. Und Kelly? Komm. Wie kann ich Ihnen helfen? Das wäre alles. Viel Glück da draußen. Ich habe keine neuen Nachrichten, weil, ne, die hätte sie jetzt gesagt, weil ich sie vorher schon gelesen habe. Deswegen. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge dann. Ach komm, hier. Ich im gar nicht. DMZ? Was heißt DMZ überhaupt? Sehen wir uns in diesem System in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Sehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst doch ein Like da. Ja, bis dahin. Cheerio.